Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Der 8. September 1938 ist es. Und eigentlich hatte ich vor, demnächst in Lettland einzumarschieren, aber eine Sache habe ich nicht ganz beachtet. Und zwar war ich mir nicht bewusst, dass wir nochmal ein extra Kriegsziel rechtfertigen müssen. Ich dachte, durch das Ereignis, das wir hier hatten, durch die Forderungen auf dem Balkan, durch die Ansprüche, die wir da davon gewonnen hatten, hätten wir automatisch ein Kriegsziel. Da war ich wahrscheinlich durch die anderen Paradox-Spiele ein bisschen vorbeeinflusst. Nein, wir müssen erstmal noch dieses Kriegsziel rechtfertigen. Hier dürfen wir aber quasi unsere beanspruchten Regionen hier einstellen. Dadurch wird es bei den Friedensverhandlungen billiger. Wobei ich ehrlich gesagt den Unterschied da nicht so richtig verstehe. Wenn ich das normal erobere, 235 Tage lang. Okay, alles klar. Es geht deutlich kürzer. Insofern kostet auch weniger politische Macht. Insofern war es schon gut, dass wir auf jeden Fall diesen Anspruch haben. Aber ein wesentlicher Unterschied zu anderen Spielen. Gut zu wissen. So, deswegen wollen wir das mal gleich rechtfertigen. Und wir wollen dasselbe hier unten auch machen. Mit Litauen. Denn auch da haben wir Ansprüche gewonnen. So. Und dann, jetzt haben wir einiges an politischer Macht aufgebraucht. Ich denke, wir brauchen in Jugoslawien, hier sind wir übrigens schon Mehrheit mit 46%. Ich denke, wir brauchen jetzt nicht mehr die Popularitätssteigerung hier zu machen. Denn wir haben ja eh dort bald einen Staatsstreich vor. Und da ist dann auch die Popularität nicht mehr so entscheidend. Okay. Wie so oft am Anfang noch ein paar Anpassungen bei der Produktion. Ich denke, wir sind bei der Panzerproduktion. Ich habe mir das mal angeguckt. Wir sind jetzt fast so weit, dass wir komplett alles auf die neuen BT-7 umgestellt haben. Insofern können wir hier ein bisschen runtergehen. Ich würde mal sagen, 2 Ticke gehen wir runter. Dadurch sind wir jetzt bei der Pack oben. Das ist auch gut. Und es geht doch nochmal hier bei der Infanterie-Ausrüstung runter, um bei der Zusatzausrüstung nochmal nachzulegen. Da hinken wir immer noch hinterher. So, und das nächste, was ich hier mehr haben will, sind doch nochmal eigentlich ein bisschen mehr Jäger und auch ein bisschen mehr luftnahe Unterstützung. Mal gucken, was da noch kommen wird. Ich werde aber eine Sache machen. Ich werde hier unsere mechanisierten Divisionen, unsere leichten Panzerdivisionen, die will ich nochmal bearbeiten. Ich will hier ein weiteres Bataillon hinzufügen. Sonst haben wir einfach jetzt Leerlauf. Auch mit der Produktion sollen die doch dort reinfließen. Das finde ich schon sehr in Ordnung. Okay. Das bezahlen wir mit unserer reichlichen Erfahrung. Alles wunderbar. Ja, und dann, denke ich, können wir erstmal wieder weiterlaufen lassen und warten auf das Kriegsziel, die Rechtfertigung, und können hier mal wieder gucken, was an der Front da gegen Japan passiert. Wo sind unsere 3 Einheiten? Ich sehe im Moment unsere 4. Ich sehe im Moment nur 3. Wo ist die 4.? Ja, das ist schwer zu finden irgendwie. Manchmal doch sehr unübersichtlich. Mit Rechtsklick kommt man dahin. Da. Okay. Dahinter versteckt sich noch die eine. Und da ist die 4., alles klar. So, hier werden Angriffe vollzogen. Wollen wir da mitlaufen? Könnten wir eigentlich mal machen. Oh, aber das sieht nicht gut aus. Warum eigentlich? Weil wir natürlich noch nicht dabei sind. 37, wir könnten aber noch dazu stoßen. Ja, das passt noch. Sehr gut. Dann hätten wir die Stellung bis zum Fluss. Vielleicht kriegen wir ja Peking dann doch noch irgendwann. Jetzt müssen wir uns hier verteidigen. Oh, ja, Josef Stalin bringt die Revolution nach Litauen. Während wir die sozialistische Gesellschaft in der Sowjetunion gefestigt haben, leiden viele Nationen immer noch unter den Despoten alter Schule. Die Arbeiter in Litauen haben keine Stimme und keine Organisationsmöglichkeit, und jegliche Versuche zur Einführung des Sozialismus werden von Antanas Smetona barbarisch niedergemacht.
Wir können nicht abwarten, bis die internationale Revolution für das litauische Volk in die Gänge kommt. Mit unserer Revolution hier haben wir bewiesen, dass wir die kapitalistischen Unterdrücker zerschmettern können und die Unterdrücker in Kaunas werden wir ebenso zerschmettern. Josef Stalin sieht offenbar keine Notwendigkeit mehr für diplomatische Worte gegenüber Litauen und der dort herrschende LTS. Das Streben zur Aufhebung aller Grenzen bezieht sich nun explizit auf die Aufhebung ihrer Grenzen. So, litauische Arbeiter, eure Befreiung naht. Gut. Und wie sieht's aus mit der Befreiung Pekings? Wir sind gespannt. Wir werden hier, wie gesagt, erstmal noch aus dem Rücken angegriffen. Oh, die fahren hier richtig mit mechanisierten Einheiten durchs Gebirge. Das ist ja auch sehr riskant. Ah, Mensch, wir hatten den Sieg hier errungen, aber da sind die Japaner schon wieder vorgestoßen. Unterdrücken sie Lettland. Lettland kann nicht erwarten, die Macht der Roten Armee standzuhalten, wenn wir ihnen eine Forderung nach Stützpunktrechten und der Kontrolle ihrer Grenzsicherung unterbreiten, können wir sie faktisch kampflos annektieren. Ja, warum nicht, ne? Eigentlich brauchen wir nicht das Land, wir brauchen nur die Möglichkeit, hier unsere Soldaten aufzubauen. Ich weiß nicht, ob das quasi verbunden ist mit, ob das quasi nur das Durchmarschrecht beinhaltet oder auch gleichzusetzen ist mit einem Marionettenstaat. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wir unterbreiten das Ultimatum. Bin ich ja mal gespannt. Hochinteressant, das Ganze. Hm, noch passiert nichts. Sie werden sich das erstmal überlegen müssen. So, da oben werden wir auch angegriffen. So, wir sind tatsächlich jetzt hier bis vor die Tore von Peking vorgedrungen. Mensch, das wäre doch irgendwie ein Hammer, wenn wir die Stadt einnehmen könnten. Das hätte doch eine große symbolische Bedeutung, oder? Vor allem wäre dieser gesamte... Naja gut, nee, sie werden ja noch von den Häfen versorgt. Hm. Aber jetzt hier so einen singulären Vorstoß über den Fluss zu machen, scheint mir ein bisschen gewagt, oder? Wir warten erstmal, bis die Organisation wieder oben ist. Wir haben erstmal die nächste Forschung abgeschlossen, die elektrische Rechenmaschine. Die Entwicklung der theoretischen Grundlagen für moderne Rechner und der Bau elektromechanischer Maschinen zur Umsetzung in die Praxis werden die ersten Schritte in dieses völlige neue Reich ungeahnter Möglichkeiten darstellen. Plus 3% Forschungszeit. Verschlüsselung. Weiß ich noch gar nicht so recht, was das eigentlich bringt. Könnte mir mich vielleicht schon aufklären. So, aber hier sind wir... Tja, wie machen wir hier weiter? Wir sind vor der Zeit hier. Marine will ich eigentlich nichts weiter erforschen. Hier wird schon erforscht. Hier sind wir auch vor der Zeit. Die Flak, ich weiß nicht. An den Sinn solcher Flak-Einheiten glaube ich nicht richtig. Das ist natürlich hier interessant. Katyushas, das würde irgendwie... Das ist natürlich Pflicht für uns. Ah, wir machen mal hier diese verbesserte Infanterieausrüstung. Die Kavallerie wird dadurch besser. Und vielleicht bauen wir zukünftig auch mal stärker auf mechanisierte Infanterie. Das wird kommen. So, jetzt haben wir den Zeitpunkt verpasst. Peking ist natürlich jetzt besetzt. Wer hätte das gedacht? Aber es wird doch auch angegriffen. Ich weiß nicht, ob wir es wagen können. Wir probieren es mal. Wir gucken mal, wie jetzt die Situation ist, wenn wir jetzt dazu stoßen in diese Schlacht. So, und wir haben das Ergebnis. Lettland unterwirft sich. Die lettische Regierung in Riga hat unsere Forderungen zugestimmt und wir haben ihre korrupte Führung durch ein Volksparlament ersetzt. Dieses Komitee hat einstimmig beschlossen, sich als sozialistische Sowjetrepublik um die Aufnahme in unsere großartige Union zu bewerben. Dieser Bitte haben wir gnädigerweise stattgegeben. Ja, hervorragend. Das ist ja sogar besser, als ich dachte. Es ist gleich eine Annexion geworden. Ihr seid jetzt Sozialisten. Ja, mehr wollten wir gar nicht haben. Damit haben wir uns echt jetzt hier einen Krieg erspart. Und jetzt, wie sieht es denn hier aus?
Hier müssen wir aber offenbar einen Krieg führen. Wobei der nicht zwingend nötig ist, aber ich möchte nicht, dass das in die Hände der Deutschen fällt. Deswegen will ich daraus vielleicht so einen Marionettenstaat machen. Aber das ist hervorragend. Das ist wirklich hervorragend. Wir lassen einfach mal die Truppen jetzt hier aufmarschieren. Oh, die Grenze ist aber deutlich größer. Vielleicht machen wir das mal zumindest, den Aufmarsch automatisiert. Das können wir dann immer noch anpassen. Ja, machen wir das mal. Bauen wir mal hier uns eine neue Armee. Warum hat er die Panzer jetzt damit reingenommen? Die sind doch eigentlich Teil dieser anderen Armee. Das verstehe ich nicht. Oder sind die da rausgenommen worden? Tatsächlich, die sind da gar nicht mehr drin. Wie kommt denn das bitte? Warum sind die da rausgenommen? Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal wieder revidieren. Das ist ja echt manchmal ein bisschen fummelig. So. Die will ich jetzt hier zufügen. Rechtsklicken. Genau. Aber jetzt fehlt noch eine. Die habe ich übersehen. So. Jetzt sind die dazugefügt. Sehr schön. Und jetzt machen wir den Spaß nochmal. Die Befehle brechen wir mal bitte ab. Ach so, die anderen 10, die haben wir jetzt schon. Sehr gut. Ja, prima. Dann nennen wir die Baltikum-Armee. Ich habe es schon in meinem Meinungsvideo gesagt. Ich finde ja diese ganze Armeeorganisation doch echt extrem schmalbrüstig. Da geht eigentlich viel Spielspaß meines Erachtens verloren. Ich hätte echt Lust, hier die Armeestruktur der Sowjetunion so ein bisschen nachzuvollziehen. Aber so wie das hier funktioniert, kann man ja wirklich das hin und her zwitschen, einfach mal so Armeen gründen, Armeen wieder auflösen, alles ohne Konsequenzen. Man kann hier über riesige Flächen einen General zuweisen und alle kämpfen mit dem entsprechenden Generalsbonus. Das ist nicht sehr überzeugend, wie ich finde. So, wir lassen die mal da aufmarschieren. Die Panzer handhaben wir mal manuell. Aber wie gesagt, ich werde keinen Aufmarschplan, ist das, nutzen. Das ist jetzt nur rein zur Abkürzung von Micromanagement. So, und ich sehe, wir haben tatsächlich weiterhin Militärfabriken frei. Da muss ich doch glatt nochmal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Zusatzausrüstung immer noch minus. Also da müssen wir noch einiges mehr bauen. Hauen wir die beiden hier rauf. Hatte ich nicht gesagt, bei den Jägern sollte mehr gemacht werden. Oh, das ist schon gelungen. Dann machen wir da immer noch ein bisschen mehr. Und wir haben freie... Ach so, das sind die neuen Fabriken hier. Hervorragend. Wir haben freie Schiffswerften. Und zwar genau 2 sogar. Ja, da werden wir immer einmal die U-Boot investieren, einmal in das Schlachtschiff, das dann sogar in 4,5 Jahren fertig ist. Oh Wunder. Und uns fehlen Ressourcen. Wie kann das denn sein? Wir brauchen noch mehr Gummi, weil wir jetzt viele Flugzeuge transportieren. Dann werden wir unseren Vertrag mit, ja, mit dem Vereinigten Königreich... Wobei, da werden wir im Krieg Probleme bekommen, ne? Weil die Ostsee dann nicht mehr in unserer Hand ist. Die Frage ist, wenn wir das zum Beispiel aus Siam ordern, ob das dann irgendwie ein bisschen günstiger ist. Aber auch da wird Japan das abfangen können. Aber wir teilen es mal auf. Wir machen das mal so. Okay. So, das sollte es hoffentlich gewesen sein mit den Sorgen um den Nachschub. Ja, dem ist auch so. So, die Armeen bewegen sich. Hervorragend. Aber hier gibt es offenbar nicht die Möglichkeit, einen derartigen Druck auszuüben. Schade eigentlich. Das hatte mir ganz gut gefallen. Jetzt werden die Litauer nervös und bauen ihre Divisionen an die Grenze auf. Wir gucken ganz kurz mal, was die eigentlich zu bieten haben. 4 bis 8 Divisionen. Okay. Wir haben ja auch noch gar keinen General zugewiesen. Hier nehmen wir trotzdem einfach mal
Panzerkommandanten. Auch wenn die Panzerfähigkeit da nicht relevant ist, aber seine Fähigkeit 4 ist hilfreich für uns. So, stehen wir anständig? Ja, ich denke, ja, wir stehen anständig. Hier sind überall Ebenen, wie es aussieht. Da können wir mit den Panzern auch sehr gut vorstoßen nach Kaunas. Das sollte ein sehr schneller Krieg sein. Baltikum. Ja. Oh, jetzt habe ich ganz unsere chinesische Front hier vergessen. Ist hier irgendwas passiert? Oh ja, unser Angriff auf Peking. Mensch, den habe ich gar nicht weiter verfolgt. Aber er scheint irgendwie zumindest eine gewisse Chance darauf zu bestehen. Das wäre doch eine Riesennummer, oder was? Oh, und ich sehe gerade, wir können hier sogar einen Flankenangriff. Nee, verdammt. Dazu müssen wir erstmal hier hinten durchstoßen. Aber es ist auf jeden Fall der Versuch wert, wenn wir den hier in den Rücken fallen. Ach Mensch, das hätte ein bisschen besser... Ah, tatsächlich. Auch hier können wir ein Ultimatum unterbreiten. Das wird das gleiche Verfahren sein. Sehr schön. Na, das läuft doch wie geschmiert, würde ich mal so sagen. Bloß unser Angriff auf Peking läuft nicht so wie geschmiert. Brücke verteidigen. Angriff. Was haben wir für Mali? Gelände, logischerweise. Und Flussüberquerung. -60%. Das ist natürlich eine richtig krasse Sache hier, dieser Angriff. Und das finde ich echt gut. Also, dass man ohne diesen Angriffsbonus wirklich Probleme hat, so eine Aktion zu machen. Also, in eine Stadt einzumarschieren, über den Fluss hinweg. Das dürfte in jedem Fall mit riesigen Schwierigkeiten verbunden sein. Aber schaut euch mal an, wir haben hier echt Veteranentruppen am Start. Das ist ja hervorragend. Ich denke, wir warten noch einmal ab. Wir ziehen uns hier zurück. Wir warten ab, ob wir vielleicht doch von der Seite hier vorstoßen können. Und so von beiden Seiten noch einen zusätzlichen Bonus bekommen. So, diesen Text kennen wir schon. Die litauische Souveränität wird hinterfragt. Ja, aber unser Ultimatum läuft ja eigentlich schon. Was hat es damit auf sich? Ja, stimmt. Wir könnten eigentlich fast auch schon eine Einheit hier rüberziehen. Das ist ja in unserer Hand, das Gebiet. Und wir haben die Nachricht, Litauen unterwirft sich. Wir werden euch vor dem Kapitalismus retten. Die litauische Regierung hat unsere Bitte um Militärstützpunkte in Litauen stattgegeben, ist seitdem aber leider zerfallen. Zur Vermeidung von Anarchie haben wir ein Volksparlament eingerichtet, das einstimmig eine Petition an den obersten Sowjet auf den Weg gebracht hat, in unsere Union aufgenommen zu werden. Dieser Petition wurde stattgegeben. Ja, zum Glück sind die so einsichtig dort. Ja, wir werden euch vor dem Kapitalismus retten. Okay. So, damit annektieren wir auch noch Litauen. So, aber ich denke, ich werde trotzdem nicht von meinem großen Plan abweichen, dass hier die Düna unsere Verteidigungsstellung ausmacht, weil wenn wir uns hier hinter... Also, die Polenfrage ist so ein bisschen unklar. Da müssen wir überhaupt erstmal mal sehen, wie wir damit umgehen. Ich habe eigentlich vor, hier nicht den historischen Weg zu gehen und den Hitler-Stalin-Pakt einzugehen, sondern das irgendwie anders zu machen. Einfach, um es mal auszuprobieren. Ich ärgere mich fast schon so ein bisschen, dass ich am Anfang den historischen Weg dort gewählt habe. Die Spieloptionen aus meinen anderen Erfahrungen mit den anderen Spielen habe ich gemerkt, das ist doch viel, viel interessanter, wenn das alles ein bisschen anders läuft. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir selbst gehen ja dafür einen anderen Weg. Okay, Leute, dann haben wir eigentlich jetzt nur noch Estland, aber da brauchen wir noch baltische Sicherheit. Und das bekommen wir in 20 Tagen. Und deshalb können wir aber zumindest schon mal mit der baltischen Armee hier formal Stellung beziehen an der Grenze. Ja. Und alles andere machen wir dann in der nächsten Folge, denn wir haben auch wieder freie Fabriken bekommen und freie Militärfabriken durch diese Annexion, was uns sehr zu Pass kommt. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinwall.